Hey Leute, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch einen brandneuen Car2Cartilage. Wie immer, mich würde es sehr freuen. Unterstützt den Kanal mit einem Like, abonnieren, und noch Bock habt, schaut auch gerne auf meinen Twitch-Channel vorbei, nämlich fast täglich live. Würde mich freuen, Link in die Videobeschreibung. Und zwar, der Glitch funktioniert nicht auf die Next-Gen, nur auf Old-Gen, das heißt auf die alte PS4, alte Xbox, PC, glaube ich nicht, wie gesagt. Glitch ist nicht schwer. Was wir für einen Glitch brauchen, sind natürlich ein Kollege. Du brauchst ein Auto, was du übertragen möchtest, die ganzen Tuning-Teile. Und das Schlimmste ist einfach, ihr braucht eine Yacht. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch besitzt eine Yacht, weil seit 10 Jahren ist GTA draußen. Davon gehe ich mal aus. So, dann braucht ihr CEO. Einfach bitte aufbauen. Danach holt ihr das Fahrzeug her, was ihr haben möchtet. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Kurz den Kollege hier anrufen, wo ist er? Hier kurz anrufen, ich habe ein cooles Auto dabei, deswegen würde ich das Touchpad, Fahrzeug verwalten, Fahrzeug anfordern. Und der Kollege braucht natürlich auch ein Fahrzeug, ist sehr, sehr wichtig. So, gucken, wo mein Fahrzeug gespawnt ist. Da drüben. Und da drüben ist auch der Kollege am Start. Oben rechts kommt natürlich jetzt eine Aufnahme, was der Kollege alles machen muss. So, Aufnahmen starten, perfekt. Er hat jetzt Touchpad, LSK, geht auf Sprint und jetzt sehr schnell X hintereinander klicken. So, perfekt. Er geht auf alleine beitreten. Wir selber nehmen das jetzt einfach mal an. Unten rechts läuft ein Timer. Wenn da 03 ist, auf die 3, auf die 2 geht, klickt der Kollege oben rechts komplett X durch, ganz schnell. Warten kurz. Jetzt aufpassen. 4, 3, jetzt durchspammen. Bam, 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 bam. Passt alles. Schauen wir mal, dass alles funktioniert hat. Mit diesem Zeitraum können wir natürlich schon mal einen Anabug suchen. Würde ich auch hier einblenden, ne? Zum Beispiel hier Anavac. Ja, wenn man schreiben kann, ist das ein Vorteil. Genau, alles richtig gemacht. Der Kollege hat das, was ich sehen wollte. Dann können wir schon mal den Kollegen die Aufnahme mal kurz beenden, ne? So. Jetzt einfach Anavac beitreten, ne? X ablehnen. Wichtig ist natürlich, ihr braucht einen bestimmten Zielmodus, habe ich kurz vergessen zu erwähnen, und zwar unterstütztes Ziel, ja? Kein freies Ziel, sonst funktioniert das nicht mit den Anavacs. So, ihr geht auf Online, Optionen, nicht auf Option Enterprise, geht da rein, geht auf Fahrzeuge, sucht euch hier was raus, klickt hier oben drauf, wartet hier ungefähr 2 bis 3 Sekunden. Danach tut ihr einfach Dreieck, Pause, Online, Optionen und macht jetzt einfach Selbstmord. Wir spawnen wieder, drücken jetzt wieder Touchpad, CEO, CEO. Fähigkeit, genau, Luxushelikopter anfordern. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wo er spawnen kann. Direkt hinter mir gerade beim Tor oder er spawnt hier ungefähr, hier hinten. Da müsst ihr immer gucken, wo er spawnt. In diesem Zeitraum, wir kurz auf den Helikopter warten, kann der Kollege für uns was machen. Fahrzeug verwalten, Fahrzeug anfordern, sehr, sehr wichtig. Danach geht er einfach zu dieser hübsche Dame da, die ist immer hier drüben. Pfeiltasten rechts, wie gesagt, der Kollege braucht Geld. Wir können es jedes Mal machen, das heißt, wenn da steht gekauft, muss der Kollege seine Spielkonsole neu starten, dann kommt das wieder. Wie gesagt, kostet auch Geld. So, er bleibt da. Wir drücken jetzt natürlich Touchpad, CEO,
CEO-Fähigkeiten und holen den Luxushelikopter anfordern. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo der spawnt. Die erste Möglichkeit ist hier hinten oder am Lentor zum Beispiel. Der ist hier drüben. Hier. Da spawnt er meistens. So, wir steigen einfach mal aus. Und in diesem Zeitraum können wir mal kurz hier die Yacht markieren. Weil, wie gesagt, einfach einsteigen. Losfliegen. Macht am besten die Karte auf. Und es gibt hier zwei Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wenn der Helikopter ganz nah an die Yacht ist, kann der Kollege die Übernahme starten. Was ihr auch machen könnt, ihr wartet, bis die Frau sagt, so, wir sind da, und dann kann der Kollege Übernahme starten. Ihr habt hier ein Zeitfenster, müsst euch wirklich schnell beeilen, bevor ihr rausfliegt oder rausgekickt wird. So, dann komme ich jetzt. Wie gesagt, der Kollege ist jetzt ready. Wir warten noch. So, dann komme ich jetzt. Der Kollege ready. Übernahme starten. XX. Wir gehen natürlich raus. Probieren jetzt ganz Zeit das Handy zu öffnen. So, jetzt geht's los. Perfekt. Wenn das kommt, könnt ihr gleich das Handy öffnen. So, die Zeit läuft ab. Nachdem könnt ihr das Handy öffnen. Handy hoch. Sofort Kapitän. Müssen wir Fahrzeug anfordern. Nehmen jetzt einfach mal das hier. Anfordern. Das reicht. Und zack, das Fahrzeug wurde schon gemerged. Wir können jetzt warten, bis sie uns rauskickt. Oder Dreieck halten, wie ihr möchtet. Zack. Und was passiert? Das Fahrzeug wurde gespawnt. Seht ihr? Ganz, ganz einfach. Und somit habt ihr es auch schon. Der Kollege kann natürlich jetzt einen Job starten oder einfach das Spiel komplett verlassen. So. Und wir tun das Fahrzeug jetzt auch. Das Kami oder so. Junior Werkstatt abspeichern. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.